Geehrte Kolleginnen und Kollegen aus der Werchowna Rada, wer die Krim-Tataren auf der Halbinsel zu Hause besucht hat in den letzten Jahren, der weiß, was für diese Gruppe von ukrainischen Bürgern der erneute Verlust der Heimat und der Verlust aller ihrer Rechte bedeutet. Der weiß, was es bedeutet, dass nur wenige Jahrzehnte nach der Rehabilitierung gegen die Verfolgung unter Stalin, wenige Jahrzehnte es bedeutet, wieder im Zentrum von systematischer Kriminalisierung und Verfolgung zu stehen. Und ich finde es gut, dass die Kollegen aus allen anderen Fraktionen sich mit uns allen verständigt haben gegen die Annektierung der Krim, gegen die andauernde Besetzung der Krim, diese Resolution heute in einem ganz breiten Konsens zu verabschieden. Es ist für die Ukrainer auf der Krim und es ist für die Ukrainer in ihrem Land ungeheuer wichtig, dass wir solidarisch sind gegen das Unrecht, gegen den Bruch internationalen Rechtes durch Russland. Als wir diese Resolution erarbeitet haben, die sich ja ganz stark und mit guten Gründen auf die Krim bezieht, sind aber auch in den mit russischer Hilfe besetzten Gebieten von Lugansk und Donetsk neue Tatsachen geschaffen worden. Nicht nur gilt inzwischen der Rubel als Zahlungsmittel in der Gegend von Lugansk, sondern inzwischen werden russische Pässe anerkannt und ukrainische Unternehmen werden verstaatlicht. Meine Damen und Herren Kollegen, liebe Kollegen aus der Rada, ich möchte diese Debatte zum Anlass nehmen, nochmal zu sagen, dass die Sanktionen, die die Europäische Union beschlossen hat gegen den Bruch des internationalen Rechtes, dass die nicht in Frage gestellt werden dürfen. Mit diesen Sanktionen verteidigen wir Sicherheit und Ordnung auf diesem Kontinent. Wer die Sanktionen immer wieder in Frage stellt, der gefährdet nicht nur die Menschen, die in die Unrechtsmühlen der russischen Verfolgung auf der Krim oder im Osten der Ukraine geraten, der gefährdet auch die Zukunft von Sicherheit und Stabilität auf dem gesamten Kontinent. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.